La 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 la. So, das Sojaregal. Das Sojaregal braucht man natürlich vor allen Dingen für unseren Kumpel hier unten, für unser Tofu-Generator. Angst habe ich ehrlich gesagt von den Kaktusfrüchten. Die machen mir Angst. Ich weiß nicht genau, wo ich die hinstellen soll. Die müssten wir theoretisch... Ich hoffe übrigens, das Klickern hier nervt nicht. Hier ist eine andere Tastatur gerade und die hat so echt laute Anschlaggeräusche. Ich hoffe, das nervt nicht. Also wenn es nervt, dann bitte einfach großzügigst ignorieren. Ich mache jetzt mal Folgendes. Oh Gott. Ja, kriegt man natürlich alles überhaupt nicht hin. Oh Gott. Wird jetzt ein bisschen ruckeln. Hilfe, jetzt beeil dich doch mal. Ich will die Kaktusfrüchte nicht verlieren. Wir machen uns aber hier noch ein bisschen was. In unserem Drogenlabor. Apropos 420. Würde ich vielleicht gerne hier noch irgendwie... Huch. Können wir das hier machen? Ich muss ja eh noch ein bisschen ausbauen. Also insofern, schmeiß die Erde weg. Hä? Warum? Achso, schon voll. Zack. So. Achso, nein, nicht weg damit. So, wir machen uns ganz kurz eben im Drogenlabor, würde ich sagen, dass wir da... dann würde ich sagen, dass wir im Drogenlabor quasi die Drogen da auch belassen, weil wenn wir irgendwann eine Razzia kriegen, ich habe nämlich keinen Bock, dass wir dann auf den Sack kriegen dafür. So, wie viel haben wir hier noch? 124. Und Scallion und Rutabaga. Das rote Beete oder keine Ahnung, was das da ist. Ich habe keine Ahnung. So. Ach so. Muss mich jetzt wirklich ein bisschen beeilen. Ich mache mir jetzt hier selber Druck. Wir müssen das hier noch irgendwie verstecken, das Drogenlabor. Guck mal, hier wandert gerade alles durch. Deswegen gerade vielleicht auch ein bisschen so hart am Ruckeln. Zack, das kommt dahin. Scallion. Ich würde sagen, da müsste ich theoretisch noch eigene machen. Dann mache ich noch ein paar weitere Regale in die Wand. Dann haben wir da quasi unsere Exemplare, die wir später bei den Einwohnern verticken. Da gehen wir wieder auf den Schulhof vom Nachbardorf. Da gehen wir da wieder hin. Und dann würde ich sagen, wir verticken da mal unseren Shit so ein bisschen. Natürlich müssen wir die Preise anziehen, weil das Business ist ein bisschen härter geworden. Wir müssen da echt mal, ich weiß noch nicht genau, ich habe noch keine aktuelle Preisliste, aber da muss auf jeden Fall ein paar Edelsteinchen muss ja schon springen lassen. So, dann können wir die genau hier lassen. So, 124 davon. Was haben wir hier? Zack. Und dann erstmal diese Rubanga hier rein. Und das Ding würde ich vielleicht auch noch hier zusätzlich. Komm. Irgendwann ist hier alles voll mit dem Zeug. Oder wieso machen wir hier nicht... Wir machen hier einfach diese großen rein, oder? Wieso haben wir denn die kleinen hier eigentlich drin? Frage ich mich gerade. Und dann können wir doch da auch einfach so ein Goldding reinmachen. Fertig. Können wir uns mal überlegen. Ich weiß noch nicht genau wo. 1, 2, 3, 4 würden dahin gehen. Wir haben hier momentan... ein Anbau von 4 beliebten Gesellschaftsdrogen. Das heißt, wir bräuchten auch 4 von diesen Dingern, von den großen. Hier 2 vielleicht. Alles, was hier so kreucht und fleucht. Und da 2. Alles, was da kreucht und fleucht. Vielleicht wäre das ganz cool. So. Okay. Da wandert immer noch alles durch. Ich sage, das könnte man vielleicht auch schneller haben mit ein paar Goldrohren. Das dauert so doch ganz schön lange. Gut, hier oben wird es langsam weniger. Äppelchen. Was ist das denn da? Ach, die Schlangeneier. Die brauchen wir hier ja nur auch nicht, ehrlich gesagt. Die brauche ich nicht in der Küche. Ich weiß noch nicht genau, wo ich die brauche.
So, Äppelchen können wir da reinmachen. Lecker Apfel. Die Persimone dahin. Und den goldenen Apfel machen wir dann dahin. Zack. Wird dann einfach ein bisschen, es wird ein bisschen kuscheliger. Ne? Wir machen alles so ein bisschen kleiner, wird alles ein bisschen kuscheliger hier. Hier haben wir noch Tortillas und Zimt. Und da ist unser Fleischregal. Da müssen wir auch mal gucken, wie wir das hier hinmachen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. Ich würde noch zwei daneben machen, auf der anderen Seite das gleiche nochmal. Wissen das? Buttered Potato. Aber gebutterte Potato, die kommt doch nicht dahin. Die ist ja schon fertig, oder? Die gebutterte Kartoffel gehört auch nicht in ein Vorratsregal. Behaupte ich einfach mal in meinem naiven Leichtsinn. Ich kann die natürlich erstmal hier rein tun, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass sie hier hingehört. So, Fleischregale. Chicken and Pork. So, warte. So. Geht doch schneller, als ich dachte, ehrlich gesagt, mit Umzug. Ich dachte, das wird sehr viel länger dauern. Okay, Cooked Chicken kommt da rein. Ist ja auch was zum Essen, ehrlich gesagt. Also, ist ja schon. Cooked Pork Chop. Steak. Lecker. Und hier Raw Chicken. Finde ich ganz gut, wenn du hier wohnst und hast da erstmal direkt das Fleisch überall. Geil, wenn natürlich ein Kühlraum, wo alles ist, ne? So mit Sachen, die gekühlt werden. Aber naja, wollen wir nicht übertreiben. Hier haben wir noch eine rohe Ratte und ja, das ist nicht so lecker. So, Zombiefleisch machen wir gleich, weil das auch wieder sehr viel ist. So. Zack. Rohe Eier. Und da unten lecker Ratte. Das hier ist nicht unbedingt das leckerste Regal der Welt, ehrlich gesagt. Okay. Oh, großartig. Ich hätte das Wichtigste nicht mitgenommen. So, Zombiefleisch. So. Holen. Wir können uns dann natürlich leckere Snacks draus machen. Können wir uns jederzeit leckere Snacks draus machen. Das hier ist immer noch Rotten Flesh. Dann haben wir da auch Rotten Flesh. Und hier haben wir noch... das passt aber nicht ganz. Wieso haben wir noch zwei Gehirne übrig? Ach so, klar, weil das passt ja alles hier in ein so ein Ding. Okay, ja, Gehirne. Lecker, lecker, lecker. Können wir auch da lassen. So. Gut, das haben wir. Die Schlangeneier würde ich vielleicht lieber woanders hin tun. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Jetzt haben wir hier drei fehlen noch und dann passt es eigentlich genau. Dann passt es hier genau. Und wir hätten da quasi Lebensmittel, die wir brauchen. Tortillas und Zimt. Voll geil. Würde ich Tortillas, mache ich einfach mal dahin. Zimt weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Cinnamon packe ich mal zum Honig einfach, ne? So als Geschmacksbeilage quasi. Das eine süß, das andere zimtig. So, das hier wird... Oh, nicht schon wieder der Japan-Mann. Der geht mir massiv auf den Sack. Warum kommt er so oft? Ich kann ihn schon gar nicht mehr hören, weil er einfach so oft kommt. Und ich finde den einfach nicht in der Playlist. Ich habe ihn neulich schon mal gesucht, um ihn rauszuschmeißen. So. Habe ich jetzt einfach mal weggemacht. Entschuldigung. Ich musste es tun. Der Japan-Mann ließ mir keine andere Wahl. Der kommt einfach zu oft. So. Weil der hat, ich nutze dieselbe Playlist jetzt auch bei Forest Village. Weil es einfach so schön passt. Und, der Japan-Mann, der kam halt. So. Ich habe ihn jetzt rausgeschmissen. Japan-Mann bleibt jetzt draußen. Mir egal. Doch, ich hab ihn rausgeschmissen. Blöder Japan-Mann. So. Nein, wie kannst du? Ich kann, wenn ich will. Wahrscheinlich ist er immer noch drin. Weil Japaner lassen sich nicht so einfach rausschmeißen. So, Silken-Tofu.
Dann haben wir hier noch Firmtofu. Gab es noch was anderes? Außer den dreien? Ach ja, Sojabohne. Sojabohne. Zack. Und dann hier. So rum. Okay. Das Lied hatten wir aber auch schon, ne? Irgendwie alles sehr wiederholungsstark. Okay, das haben wir. Aber das Problem ist, die Öfen müssen wir natürlich öfen. Die Öfen müssen wir noch irgendwo hinkriegen. Die Schlangeneier. Ich packe die jetzt erstmal mit hier rein. Ehrlich gesagt finde ich nicht unbedingt, dass die hierhin gehören. So, das ist wieder unsichtbar. Kann ich da selber Schlangen züchten oder wie funktioniert das? Weiß ich noch nicht. So, dann haben wir hier so zwei kleine Regale. Die sind für die Küche. Das ist eigentlich ganz adrett. Ja. Ist eigentlich ganz adrett. Kann man so machen. Und dann würde ich vielleicht hier noch so... Hier so würde ich dann wieder zwei Balken hochziehen. Ich guck mal ganz kurz, wie das aussieht, wenn ich das mache. Wupp, wupp, wupp. Ehrlich gesagt, soll ich vielleicht diese Holzbalken dafür nehmen. Muss ich mal gucken. Wupp, wupp, wupp. Dann haben wir hier so ein bisschen Abwechslung. Theoretisch kann man hier noch eine Tür machen. Was wir dann hier machen, weiß ich noch nicht genau. Was wir dann hier machen, kann ich noch nicht genau sagen. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht kann ich dann hier nochmal einmal rüberzimmern. So, zack. Auf jeden Fall ist es dann hier schon wesentlich kleiner. Ich würde hier, ehrlich gesagt, das Esszimmer gar nicht machen. Aber es soll ja so ein bisschen, es soll ja ein bisschen hutzliger werden, ne? Also da es ein bisschen hutzliger werden soll, hier haben wir eh noch ein bisschen Platz, lalala. Theoretisch könnte man diesen Raum auch einengen, indem wir diese Löcher hier wegnehmen, also diese Dinger hier wegnehmen und wirklich einen kompletten Vorratsübergang zur Küche machen. Ob das schön ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand den Vorratsraum irgendwie schöner, muss ich zugeben. Ich fand den irgendwie schöner. Aber vielleicht nicht unbedingt praktikabel. Andererseits, wenn wir hier jetzt einen Vorratsraum haben und da jetzt hier aber so eine Terrasse, so eine Frühstücksterrasse eventuell, könnte man da nicht irgendwas basteln? Aber nein, es sieht einfach von außen... Huch! Es sieht einfach von außen besser aus, wenn man es nicht macht. So, churn. Hier haben wir noch Furnaces ohne Ende. Was war denn da? Hä? Was flog denn da gerade Gelbes raus? Komisch. So, hier haben wir auf jeden Fall noch Firmtofu. Ach da. Was war das Gelbe? 19 Goldbarren. Klar, warum nicht? Firmtofu. Den guten Firmtofu. Ist kein Privattofu, ist ein Firmentofu. Haben wir jetzt alles da drin? 121. Ich überlege, ich habe gerade schon wieder eine andere Idee. Es ist furchtbar. Warte. Warte. So, ich mache hier ganz kurz eben, das Dach kann ich theoretisch lassen. So, wir haben ja hier sowieso das Ding, ne? Das läuft ja hier. So. Kommt alles wieder weg. Muss dann unten, glaube ich, wieder sammeln gehen. Also Pfandflaschen. So, dann würde ich quasi... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das hier kommt natürlich alles wieder weg. Oakwood, 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 la 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 la. Ich würde noch ein bisschen Platz lassen, weil ganz ehrlich, ich habe Angst, dass ich dann hier nicht mehr hinkomme. Würde es reichen, kurze Frage, würde es reichen, wenn wir hier einfach... Wir machen die Regale hier quasi und dann haben wir hier nämlich so einen kleinen Vorratsraum, wo wir rausgehen. Der beendet dann einfach die Terrasse, aber er wäre genauso breit. Weißt du, was ich meine? Das hier alles könnte man natürlich nicht mehr machen. Also, warte. Hoffentlich kriege ich das überhaupt alles wieder zusammen. Habe schon lange nichts mehr damit gemacht. Aber theoretisch würde es doch gehen, wenn wir hier quasi dann so einen kleinen Vorratsraum machen. Von dem Zeug hier brauchen wir auch nicht alles. Eigentlich nur diese Tofu-Maschinerie, alles andere nicht. Aber was wir machen könnten, wäre... das theoretisch hier dran machen. Ich weiß nur nicht, wie es von außen aussieht. Das ist halt die Frage, die ich mir stellen muss dabei. Müssen wir gleich mal gucken. Ich mach das hier erstmal alles weg. Alles weg, alles weg. Das kommt alles weg. Eieiei. Der schöne Vorratsraum. Er war noch so jung. So. So, da muss ich jetzt gucken, dass ich das kriege, auf jeden Fall. Ja. Okay. Andererseits, ja, das mit dem Dach ist auch so eine Frage. Wenn da noch so ein Dach drauf ist, das könnte auch aussehen wie ein Buckel, ehrlich gesagt. Kann auch sein, dass es ehrlich gesagt scheiße aussieht. Wir gucken uns das gleich erstmal von außen an. Ich lasse mal diese Trennwand hier gerade noch so stehen. Wir müssen ja eh nach unten und gucken, dass wir die Sachen alle aufsammeln. So, ich schau mal ganz kurz, wie es von unten aussieht. Normalerweise dürfte es hier schon sich sehr entschlankt haben. Tschüss Vorratsraum, es war schön mit dir. So, naja, da gehen wir doch mal gucken. Nee. Nee, lassen wir. Das lassen wir. War eine schöne Idee, aber leider nicht praktikabel. So, einmal mal ganz kurz die ganze Soße hier mitnehmen. Nee. Liegt hier noch irgendwas? Es ist so laut da draußen. Es ist so laut. Gut, das haben wir also auch. Hätte ich eigentlich... Wieso gehe ich eigentlich nicht gleich da raus? So. Ciao, liebe Wand. Es war schön mit dir. Warte ganz kurz. Nächste Axt. Oh, ist die letzte Axt. Was ist denn da los? Man glaubt es gar nicht. Wir hatten ja zum Glück nur 5000 oder so. So, was ist eigentlich hiermit? Sieht auch nicht unbedingt so gut aus, aber ehrlich gesagt, hier können wir... Wobei, das war vielleicht schon ganz richtig. Da können wir hier theoretisch noch ein bisschen so einen Buckel nach draußen machen. Ich weiß nicht genau, wie es dann aussehen wird. Das hier ist ein Carpenter-Block, weil es da wahrscheinlich... nee, warum ist denn der da? Warum? Warum war der jetzt dran? Ich habe keine Ahnung. So, hier müsste dann Holz kommen, genau wie auf der anderen Seite. Das geht jetzt bis hier und hier müsste dann das Holz kommen. Und hier müsste es eigentlich genauso sein. Das muss eigentlich weg. Und generell muss alles hier weg, weil wir alles mit Spruce Wood machen. Spruce Wood, vielleicht mache ich das nochmal gerade eben. So. Fangen wir erstmal hier ganz bescheiden an. Und hören dann ganz beschissen auf. Okay, warte. Slabs müssen wir eigentlich genug dabei haben. So. Gut. Hätte ich jetzt vielleicht doch anders machen sollen. Andersrum. Erstmal alles wegbauen, dann alles dran bauen, aber egal. So, zack. Ich glaube, ich mache das andersrum. Geht, glaube ich, schneller mit Effekt, wenn wir jetzt hier uns den Boden unter den Füßen wegreißen. So, wie mir der Regen gerade einfach egal ist und wie ich gerade einfach völlig im Baumodus bin. Unfassbar.
ich habe nicht mal ein gutes Thema, über das ich quatschen kann, weil ich einfach die ganze Zeit überlege, okay, wo mache ich jetzt wie, wie mache ich jetzt wo, dann mache ich das dahin, dann mache ich das dahin, dann mache ich das dahin. So, warte. Aber immerhin machen wir das endlich mal. So. Ich will nicht runterfallen. Und das war, wenn ich so hinter mich gucke, war das, glaube ich, relativ knapp. Wenn ich das mal so beurteilen darf. So, okay. Ich mache erstmal das hier da wieder dran. So. Dann die Spruce Woods. Zack, zack, zack. Und jetzt einfach. Im Hintergrund Fallout 4 Musik. Ich frage mich, ob das Let's Play wieder läuft gerade. Was ist das? Spiel. Elendes. Wo sind denn die Sprucewood Slabs? Da oben. Der macht natürlich immer die falschen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau warum. So. Was ist. War jetzt schon wieder ein. Hä? Manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Und unglaublich, wir haben tatsächlich einen Regen durchgestanden, ohne schlafen zu gehen, ohne irgendwas anderes zu machen. Wie geht das? Das kann überhaupt nicht sein. Der kann da unten nichts dran bauen, weil das sind Slabs. Der kann da unten keine Slabs dran bauen. Das geht nicht. Wieso macht er das heute? Super merkwürdig. Habe ich noch nie gesehen. Das ging noch nie. Warum? Liegt wahrscheinlich daran, dass gerade Fallout-Musik spielt. Da ist immer alles buggy. So. Okay, dann haben wir diese Seite hier fertig soweit. Fast. Ich weiß nicht, wir müssen hier unten gleich die Slabs noch holen. Und oben auf dem Dach müssten wir eigentlich auch mal aufräumen. Da gehe ich dann vielleicht später nochmal hoch und räume da alles ein bisschen weg. So. Gut, das meiste geht unten in die Versenkung. Da gehe ich jetzt auch mal hin. Dann haben wir da unsere Balkone. Es sieht hier doch sehr schmal aus, aber ich glaube, es sieht jetzt schon besser aus als vorher. Es sieht nicht mehr alles so unnötig aus einfach. So, warte. Jetzt hier. Bin zu dick für den Türweg. Für den Türrahmen. So. Hier. Zack. Darüber. Ja, ja, ist doch egal. Aber nur der Steiß. Der Steiß ein bisschen gestaucht. Das geht aber. Ein bisschen eingejaucht. So, das war's. Wird viel besser aussehen. Okay, statt jetzt außen rum zu gehen, ich muss mir das mal angewöhnen, dass ich ja hier immer rein kann, durch unseren kleinen Notfalleingang. So. Okay. Ich muss gleich niesen. Mist. Oh oh. Komm schon, komm raus. So, ja, Spitzhack ist noch im Kopf. Oh, warte kurz. Muss ich niesen? Muss ich niesen oder nicht? Man, scheit dich doch mal, Nase. Immer wenn man sagt, dass man niesen muss, dann niest man nicht. Das ist doch blöd. Wie steht man denn dann da? So. Okay, das sieht auf jeden Fall schon mal viel, viel besser aus. Ich sage nicht, dass das jetzt der Hauptgewinn ist. Um Gottes Willen, das sage ich auf keinen Fall. Aber wir könnten da noch was Schönes draus machen, auf jeden Fall. Wenn wir... Siehst du, jetzt muss ich doch nicht niesen. Die Terrasse müssten wir jetzt auch vorne rumziehen eigentlich, aber andererseits ist mit der Küche dann blöd, oder? Ich finde, die stört dann. Und ich weiß, ob ich die Balken hier schräg ziehen soll. Ich weiß das nicht genau. Ich sollte das vielleicht doch anders machen. Habe ich zufällig Dingens dabei? Nein. Ich gehe mal kurz Balken holen. Ich probiere mal was. Hallo? 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 So, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hoffentlich reicht das. So, warte mal. Boah, das ist ein bisschen ätzend. Jetzt muss ich mich hier...
Oder komme ich da von da aus? Pass auf, ich mach's mal anders. Ich geh mal kurz dahin, wo wir ehrlich gesagt seitdem nie wieder waren. Nie wieder. Diese völlig wichtige Terrasse hier. Und hier fehlt sogar was. Es ist uns nie aufgefallen, dass hier sogar noch was fehlt. Das ist eine Schande. Aber die Fußmatte aus Kirschblüten, die ist da. Das ist ja die Hauptsache. Okay, komme ich hier? Das ist hier so, ne? Ja. Ich würde dann hier ganz kurz Erde verbauen. Kennt man ja inzwischen das Prozedere. Quasi. So. So. Wo sind sie? Da sind die Prachtbalken. Die Prachtbalken, die füge ich jetzt mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier einen anfüge. Okay, das geht hier nicht. Das ist natürlich blöd. Warte. Wollen wir das so machen? Ich weiß nicht genau, ob wir drei brauchen oder zwei. Kann ich momentan noch nicht beurteilen. Pass auf. So. Dann hier auch nochmal weg. Zack. So, will nur mal kurz gucken. Die Feinheiten. Es sind immer die Feinheiten, ihr wisst es ja. Schöne Türmatte übrigens, die uns die Tür automatisch öffnet. Das finde ich ganz gut. Kurz mal gucken. Das mit der Erde wird jetzt natürlich scheiße aussehen, aber das mit dem Balken sollte eigentlich besser sein. Und dann bräuchte ich doch welche nach links raus eigentlich. Dann bräuchte ich doch welche nach links raus. Okay. Schauen wir mal, wie das gleich aussieht. Muss ja ein bisschen so aussehen, als wäre das Haus dahin geklöppelt oder würde. Warte. Hilfe. Ach so, ist jetzt alles anders. Ich bin sehr orientierungslos. Das geht nicht, ne? Doch, das geht. Gott sei Dank. So, also normalerweise sollte das gehen. Und eigentlich müsste ich dann hier theoretisch noch einen Zaun drauf machen. Ich brauche dann aber noch mehr Holz, warte. Ach, cool. Vielleicht kriegen wir das Haus ja doch noch einigermaßen hin. Ich würde mich freuen. Vielleicht ist hier nicht Hopfen und Malz verloren. Hier würde ich die Leiter vielleicht auch nochmal austauschen gegen eine Carpenter-Leiter. So, warte. Dann hier nochmal raus. Die Erde unten muss ich natürlich auch noch rausklöpseln. So. Gut, unten vielleicht nochmal ein ganz kurz dran. Hallo? Ah nein, halt, das war hier. Ich vergesse immer, dass ich hier auch rausgehen kann. So, ein bisschen kriechen. Oh, das Lied habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Also die Randomizing-Funktion von der Playlist ist echt super. Oh, das soll ich vielleicht noch dran lassen. So. Einen noch dran, damit das zu einem anderen Ding auch passt. Und dann gucken wir mal, die Terrasse können wir dann noch außenrum weitermachen, ehrlich gesagt. So. Okay, nur mal kurz gucken, wie es aussieht. Wenn es zu groß ist, machen wir es wieder weg. Wegmachen ist immer einfacher als hinmachen. Außer wenn man auf die Straße kackt, dann ist hinmachen meistens einfacher als wegmachen. Also da oben, natürlich, da oben das Ding... Das würde ich noch abranzen. Es sieht jetzt schon auf jeden Fall besser aus, als es vorher aussah. Es ist nicht mehr dieser Kasten. Das da oben müssen wir noch ein bisschen abglätten natürlich. Das sieht jetzt noch nicht so aus, wie es sein soll. Und hier? Das sieht natürlich ein bisschen zu groß aus an den Seiten, weil hier dieser Durchgang ist. Aber vielleicht mache ich den einen, der da drüber steht, mache ich vielleicht weg. Das hier geht. Diese Dinger gehen ganz gut. Die Dinger, die drüber stehen, sollte ich vielleicht wegmachen. Ich hab noch eine andere Idee. Oh nein, Gronk, bitte hör auf mit deiner Zeit, verkackte Idee. So, oh, was ist das denn? Lag da noch was? Ups.
Ups. Ups. So. Nicht vergeuden. Nix vergeuden, Freunde. Pass mal ob. So, wie sieht's denn aus?